hat, ich will ein ausgemistet, nein, warte, das kommt weg, Teil 18 machen. Keine Ahnung, was ich machen soll, wenn ich bei 100 irgendwas bin. Ich habe ganz schön viel und ich kann mir das einem nicht abgewöhnen. Ja, es ist ziemlich viel, was entweder umkippt ist oder wo ich einen Wutanfall gekriegt habe und es einfach aussortiert habe oder was einfach kaputt ist, so wie mein Beauty Blender, mit dem ich gleich anfange, der hat sich voll zerlegt und deswegen werde ich den mal wegwerfen. So wie das hier. Das ist nämlich auch sehr, sehr alt. Damit habe ich meine Pinsel gewaschen. Und ja, das hat ja ein Loch bei mir gehabt und das ist schon so alt, deswegen werde ich das einfach mal wegwerfen, weil das ist schon, bei einem Bodyshop muss man auf jeden Fall sehr aufpassen, das gibt man ins Gesicht, also kann man das nicht vergleichen, wie wenn man das auf den Körper gibt, also deswegen werde ich es wegwerfen. Dann habe ich hier eine Mascara, die noch komplett zu ist. Ich mag keine Yves Rocher Mascaras, deswegen gebe ich die gleich weg. Ich habe da gleich so einen Sackerl hergekriegt, das für meine Nichte. So wie den Lippenstift hier, den finde ich nämlich mordsmäßig ekelhaft. Den habe ich schon urlange und ich finde ihn eklig. Wirklich eklig. Also, der hat, glaube ich, seine besten Zeiten schon hinter sich, leider. Und die Farbe ist auch... Sie ist schön, aber das verwende ich nicht. Dann habe ich einen Eyeliner, den ich meiner Cousine schon versprochen habe. Weil mit sowas kann ich überhaupt nicht umgehen. Und deswegen bekommt sie ihn. Dann, das werde ich entsorgen. Weil das habe ich schon so lange im Badezimmer stehen. Das hatte ich mal in einer Yves Rocher Box, wenn ihr euch erinnern könnt. Ja. Ist auch schon sehr, sehr lange offen. Ich habe es einmal verwendet gehabt und es hat komisch gerochen. Ja, es riecht noch immer so komisch. Und das hat es am Anfang nicht, deswegen gebe ich es weg. So wie das hier. Das war auch mal von Yves Rocher. Das habe ich mal als Geschenk bekommen, wie ich dort noch gearbeitet habe. Und das ist schon sehr, sehr lang her. Und es ist abgelaufen. Und das schon 2016. Ja, das wäre so eine Figurpflege gewesen, aber... Ich traue mich das nicht mehr verwenden, deswegen. 2016 ist schon eine Weile her, würde ich jetzt mal sagen. Und deswegen nehme ich das nicht mehr. Was ich noch entsorgen werde, worüber ich mich sowas von geärgert habe, ich habe den echt gerne verwendet, ist der Catrice Bronzer. Mir ist der volle Kanne dauernd rausgebrochen. Dann habe ich ihn versucht zu pressen, das hat mega ekelhaft ausgeschaut. Dann wollte ich nur, also ich schmeiße eigentlich sowieso das leere Ding weg, ich wollte ihn nur ausleeren, weil ich habe ihn ja gepresst gehabt und ich wollte nur die Krümel ausleeren, im Mistkübel fliegt mir das ganze Ding aus dem Pfännchen raus. Ja, was sagt uns das? Kauf nicht jeden Scheiß. Da habe ich mich wirklich extrem geärgert, weil ich habe den sehr, sehr gerne verwendet und ja. Was soll ich machen, wenn er rausgrümelt ist, weil ich fische nicht die Krümel aus dem Mistkübel raus, ist ja widerlich. Dann habe ich hier ein paar Lipgloss, von denen ich mich jetzt einfach trennen werde, weil ich halt, ich verwende die eh nicht. Da ist einmal einer von Manhattan und den mochte ich eigentlich früher sehr, sehr gern. Aber was soll ich damit machen? Ich kann sie ja nicht, kann ja nicht so viele dauernd aufheben. Warte, ich bin jetzt voll von dem Lippenstift, weil der da lose drin gelegen ist. So. Ja, dann habe ich hier noch drei Lipgloss. Zwei sind sogar gleich. Das ist... Die Farbe finde ich urschön, aber er hält auf den Lippen nicht. Und deswegen... Jetzt habe ich da sogar einen Lippenstift gegeben. Geht's noch? So. Okay. Lipgloss von Manhattan. Gebe ich auch Vaseline. Dann habe ich hier einen Essence Lipgloss. Der sieht so aus. Ja, benutze ich nicht, deswegen kommt er weg. Er ist auch noch nie verwendet worden. Einer, so wie von den beiden. Einen habe ich damals verwendet. Irgendwie ist das alles voll den... Es ist alles voll dem Lippenstift voll. Dann habe ich das Augenbrauengel von Essence. Ich habe das aber für die Wimpern verwendet, weil mir meine Kundin gesagt hat, dass sie das nimmt, damit das nicht abbröckelt und abstempelt. Ich habe es eine Zeit lang probiert, man sieht, es ist schon sehr gut benutzt und es hat bei mir leider nichts gebracht. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann entsorge ich es, weil es hat bei mir nicht wirklich viel Sinn. Dann gebe ich noch einen Nagellack weg von Yves Rocher, weil ich habe da ein paar Nagellacke stehen. Ich muss sie ja eh auch bald ausmisten und habe gesehen, dass ich zweimal so einen habe, nur mit einer anderen Verpackung und das bringt nichts. Den habe ich nämlich damals mal geschenkt bekommen.
dann, das gebe ich auch in das lineare Tüte, aber das wird sie hoffentlich dann ihrer Mama geben und nicht selber verwenden. Ich habe nämlich eine Zeit lang, ich habe ein paar Make-ups gehabt, beziehungsweise ich habe noch immer ein paar. Und eins davon ist von Love. Hör auf! Ich versuche es gerade sauber zu machen, weil eben wegen dem Lippenstift ist da drin alles voll. Und das sieht so aus. Das ist von Love. Ich mag es überhaupt nicht. Erstens mal ist die Pipette kaputt gegangen. Man kann es nicht mehr so verwenden, wie man es gerne verwenden würde. Und ich muss es kippen. Und die Farbe passt mir auch überhaupt nicht. Und ich habe mir gedacht, dann trennst du dich mal von ein paar Sachen. Schadet dir auch nicht, oder? Würde ich jetzt mal sagen. Dann habe ich jetzt die Lipgloss schon herzeigt. Ich glaube nicht. Dann habe ich noch die zwei Lipgloss. Sind genau dieselben. Ich mochte die so gerne. Ich finde, die riechen auch gut, aber die halten auf meinen Lippen nicht. Und ich bin ein bisschen verwöhnt, was das betrifft, wenn man so oft MAC oder so. Was habe ich noch? MAC. Den Too Faced. Die sind ja auch mega, die Too Faced. Und irgendwann habe ich noch. Ich habe auch Kat Von D einen, glaube ich. Den habe ich aber noch nie verwendet. Und ich habe sogar noch einen Too Faced, der was ein bisschen dünkler ist. Der ist auch geil. Und ich mag die viel lieber. Und ich habe auch vor, dass ich demnächst meine Lipgloss und so ausmisst. Auch meine Lippenstifte. Ich habe aber gesehen, ich habe nicht mehr so viele, die ich für die Arbeit verwenden würde. Aber ich werde, ich glaube, da mache ich auch ein Video dazu, weil viele mir auch geschrieben haben auf Instagram, weil ich gesagt habe, ich misste aus. Aber da habe ich kein Make-up ausgemistet, sondern Kosmetiktasche. Und das habe ich euch in dem Style and Talk, wo mir endlich der Name eingefallen ist, habe ich euch das eh erklärt. Und da werde ich dann euch natürlich mitnehmen. Bei den Lippenstiften und Lipgloss und so. Dann habe ich noch zwei Mascaras von Yves Rocher. Auch noch verpackt. Jetzt habe ich drei da drin von dem. Die kann die Celine noch den anderen auch noch schenken. Dann habe ich MAC Lippenstifte. Und auch ein Lipgloss von MAC aussortiert. Weil jedes Mal, wenn ich die Sachen verwendet habe, habe ich eine Fieberblase gekriegt. Ja, also der eine, der ist nur gekippt, weil der riecht voll komisch. Das ist auch noch der von der Lady Gaga. Der ist auf jeden Fall kippt, weil der riecht extrem ekelhaft. Leider, weil ich habe den nur ein paar Mal verwendet. Man sieht es eh auch leider. Ich habe ihn wirklich selten verwendet. Was mich extrem ärgert. Ich werde den halt zu Back to Mac geben, weil was soll ich mit dem machen, wenn er umgekippt ist? So wie mein Pillow Talk. Und da traue ich extrem bei dem Pillow Talk, weil das war einer meiner Lieblingslippenstifte. Ich habe den sehr, sehr oft verwendet. Und der riecht auch schon so komisch. Und das Negative ist, ich hätte ihn fast aufgebraucht. Deswegen habe ich ihn auch weiter verwendet. Man sieht es eh. Also das ärgert mich extrem. Das ärgert mich wirklich extrem. Dass ich ihn fast leer gehabt hätte und er es mir kippt. Das ist wirklich, wirklich nervig. So wie mit dem Lipgloss. Aber da kann ich mich nicht beschweren, weil der ist mega alt. Und ich bin kein Lipgloss-Mensch mehr. Ich mag das einfach nicht mehr. Deswegen habe ich vor, so viel wie möglich zu entsorgen. Oder zu verschenken natürlich. Aber ich mag das nicht mehr. Ich mag es wirklich nicht mehr. Es gibt jetzt einen von Essence, den habe ich jetzt vor kurzem öfter verwendet. Den finde ich okay, aber ich bin kein Lipgloss-Mensch mehr. Wirklich nicht. Und ich habe halt wieder ein paar Sachen für Back to Mac. So wie ein Disney-Lippenstift leider. Und den, bei dem traue ich extrem, weil der riecht auch schon so komisch. Und das ist der Cinesister von MAC. Und das war mein Lieblingslippenstift. Ich habe den so, so gerne verwendet. Und den will ich... Ich weiß nicht, ob ich ihn... Ich schmeiße ihn in die Back-to-Mac-Kiste, aber ich weiß nicht, ob ich ihn jemals zu Back-to-Mac tragen werde, wegen der bösen Königin, die da oben ist. Das macht mich richtig traurig, dass der kippt ist. Macht mich wirklich, wirklich traurig. Das finde ich extrem schade. Aber ja, ich bin voll von diesem hässlichen lilanen Lippenstift. Da bin ich wirklich extrem traurig. Das hat mich ein bisschen aufgeweckt auch, sage ich jetzt mal. Weil ich habe wirklich viele Lippenstifte, ihr seht sie ja da im Hintergrund. Und in den Laden habe ich auch noch welche. Und da stehen auch jetzt eh weniger, aber da stehen auch noch ein paar rum. Und deswegen, es müssen ein paar Sachen weg. Wirklich, es müssen ein paar Sachen weg. Dann habe ich den im Kühlschrank gefunden. Das ist ein ganz, ganz alter Manhattan-Lippenstift. Ich fand den so schön von der Verpackung her. Und von der Farbe ist er auch so geil. Er schaut jetzt nicht mehr so geil aus, weil ich ihn verwendet habe einmal. Boah. Von der Farbe war er auch sehr, sehr schön. Und ich habe mir gedacht, in der Arbeit ein bisschen was Sommermäßigeres. Und ja, trage ihn auf, weil ich habe ihn nur angeschaut und denke mir, ja, schöne Farbe nehme ich mit in die Arbeit.
Der stinkt bestialisch. Ich habe vorher gerade auch wieder dran gerochen. Boah, der stinkt so extrem. Das ist nicht mehr normal. Wirklich nicht mehr normal. Und deswegen werde ich ihn wegwerfen. Also der wird auf jeden Fall entsorgt. Weil das finde ich wirklich schade, dass mir der... Den hatte ich nur einmal oben, glaube ich, für einen Swatch-Post oder so. Das ist wirklich beschissen. Und das weckt mich so ein bisschen auf. Ich muss wirklich reduzieren. Auch wenn es mir schwer fällt, aber ich muss wirklich Lippenstifte reduzieren. Weil ich habe da zum Beispiel auch einen urschönen Lancôme Lipgloss und ich hoffe, dass der mir nicht auch schon kippt ist. Ich glaube nicht, aber das wäre halt schade, wenn es so wäre, weil ich mag die Sachen ja. Und deswegen, ich muss mich ein bisschen zusammenreißen und ein bisschen mehr meine Sachen verwenden. Ja, dann, das habt ihr in dem Hit the Pan Video gesehen, habe ich ja die Lidschatten ausgemistet, ich zeige es euch jetzt auch noch kurz. Ja, da habe ich ja braverweise ein Hit the Pan, aber die restlichen Farben würde ich nie verwenden und deswegen kriegt das die Lin. Ja, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Und bei dem MAC ärgere ich mich extrem, dass die Sachen mir kippt sind. Weil das sind 3 Lippenstifte und 1 Lipgloss. Und mir passiert das ja jetzt schon in letzter Zeit öfter, dass mir MAC Sachen auch kippen. Und ich will das nicht. Ich will das wirklich nicht. Und deswegen, ja, muss ich mich ein bisschen wachrütteln und ein bisschen drüber nachdenken. Also ich werde auf jeden Fall, ich habe jetzt bald eh wieder Urlaub, ich gehe jetzt nur 2 Wochen arbeiten und dann bin ich wieder im Urlaub, habe ich euch eben an einem Video erzählt. Und deswegen werde ich da ein bisschen aussortieren. Ich muss, es geht nicht anders, ich muss wirklich. Ja, ich muss wirklich über das Ganze da ein bisschen mehr nachdenken und deswegen, oh, ich habe was vergessen, das wollte ich euch eigentlich auch zeigen. Ich habe noch einen Hitzeschutz eigentlich aussortiert. Ich finde den echt schrecklich. Das ist von Terra Naturi, der Hitzeschutz. Ich fand ihn cool, weil er in einer kleinen Flasche kommt, aber irgendwie finde ich ihn schrecklich. Der lässt meine Haare schneller nachfetten und den mag ich gar nicht. Den habe ich jetzt fast vergessen, euch zu zeigen. Ja, das war's aber jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, ob euch was umkippt, ob euch was gekippt ist von euren Sachen, das ihr liebt oder so. Bei mir war echt schade, dass der Sinisister und mein Pillow-Talk gekippt ist, weil wie gesagt, der wäre fast leer gewesen und ich liebe die Farbe. Seht ihr das? Oh, deswegen, ja, will ich Lippenstifte aussortieren und auch nur noch die dann verwenden, die ich wirklich mag. Also bei MAC wird es ein bisschen schwer, weil ich habe da ganz viele von MAC und da würde ich, glaube ich, gar keinen aussortieren, aber wir werden ja mal sehen, was kommt. Ich nehme euch da auf jeden Fall mit, weil ich habe eh demnächst wieder Urlaub, habe ich euch eh in dem Style ein Talk erzählt. Und da werde ich, hoffentlich ist es da nicht so heiß und hoffentlich kann ich da mehr Videos drehen. Aber heute ist auch Gott sei Dank angenehm und ich habe mir gedacht, bevor ich wieder gar keine drehe, drehe ich welche für euch. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ja, es hat mich ein bisschen sehr wachgerüttelt bei den ganzen Sachen, was da kaputt gegangen sind. Besonders bei meinem MAC-Lippenstift. Ich meine, schaut euch den Pillow Talk an. Der wäre fast leer. Der wäre fast leer. Ja, also ich muss echt, irgendwas fliegt da. Ich will gar nicht wissen, was das ist. Ich will gar nicht, ja, fangen wir gar nicht an zu diskutieren. Ja, ich will auf jeden Fall drüber nachdenken? Nein, habe ich schon längst. Ich will auf jeden Fall ein bisschen was ändern in meiner Schminksammlung und deswegen, dann wird es auch dann wieder ein Update geben. Vielleicht mache ich das auch anders. Vielleicht filme ich so ein bisschen mit, wenn ich ausmiste. Und zeige euch das dann in einem gesamten Video. Mal schauen. Ich habe nämlich so eine kleine Idee. Mal gucken, ob ich das so schnittmäßig hinkriege. Weil so eine Meisterin bin ich ja darin nicht. Aber wir werden sehen. Ich halte euch auf den Laufenden dann. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bye.